Christopher White. Hm. Aber er kommt aus der Mädchentoilette. Was für ein Perverser. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und wir befinden uns heute in Ghost Exile und zwar im Museum. Ich hatte einfach mal wieder Bock drauf gehabt, denn das letzte Mal, als wir es gezockt haben, waren wir noch in dem Halloween-Event drin. Das ist leider weg, deswegen sieht es hier relativ kahl aus. Aber ich hatte einfach Bock auf diese Map und ja, diesmal auch Madman-Modus. Im ersten Mal habe ich mich ja noch, sage ich jetzt mal, eingespielt, da war es nur der schwere Modus und jetzt durfte Madman nicht fehlen. Okay, let's go. Ich weiß gar nicht, was ich alles aktiviert habe. Ich glaube wieder nur die All Improvements, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube World of Shadows habe ich auch noch drin. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss mich jetzt erstmal eingewöhnen. Ich muss vor allem jetzt auch mich drauf gewöhnen, wo man hier die Gegenstände findet. Und wieso ist hier Zeug am Boden? Ich habe keine Ahnung. Und wieso ist hier eine Tür? Ach so, ah, okay, okay, okay. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, denn jetzt sieht ja hier alles so ein bisschen anders aus. Aber ja, ich bin eingewöhnt. Okay, check. Da können wir uns verstecken, das ist schon mal gut zu wissen. Vor allem, ich mag den Raum eigentlich. Der ist ganz cool, weil das hinten drin ist und auch der Schrank hinten so ein bisschen. Hier unten müssen die Toiletten sein, genau. Und dann bin ich hin. Man merkt einfach, ich bin am Anfang einer Aufnahmesession, denn ich habe noch keinen Schiss vor dem Spiel. Ja, leider weiß das Spiel ganz genau, wie es das ändern kann. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warte mal, ich sollte erstmal hier in die Richtung gehen. Hier ist ja ein bisschen weniger. Glaube ich, denke ich. Und ich habe noch nichts gefunden, was ich hier irgendwie mitnehmen kann. Deswegen bin ich gerade gänzlich verwirrt. Wir haben ja auch noch nichts gefunden, was wir aufmachen können. Wo? Warum? Wie, wo, was? Warum, hä? Große Preisfrage, war das jetzt... Aha, hier unten haben wir einen Vierer in der Toilette. Ganz ehrlich, wie kann man sowas sagen, ohne dass man gleich irgendwie zweideutig denkt oder seltsam denkt? Ich glaube, das geht gar nicht in dem Spiel. Aha, hier haben wir eine Sicherung, Wunderbällchen. Ja, das ist, glaube ich, hier auf der Map das größte Problem. Und zwar herauszufinden, wo der ganze Stuff ist. Gut, das war jetzt ziemlich lucky. Aber sonst ist es echt nicht einfach. Okay, ich gehe hier nochmal runter. War ja, glaube ich, hier. Aber das hier dürfte immer noch der Vierer sein. Schau mal. Haben wir hier irgendwas? Hallo? Vielleicht mal die Tür ganz aufmachen. Danke. Where are you? Are you here? Are you old? Are you child? Where are you? Are you here? Are you old? Are you child? Where are you? Are you here? Are you old? Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben, was uns weiterhilft. Are you here? Are you old? Aha. Müssen wir gar nicht weitermachen. Check. Nummer 1 haben wir und das war... Spirit Box war das, ne? Ne, Voice Recorder. Spirit Box ist ja... Ja, okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, dann war Haze raus. Genau, und Ghost Riding. Jawohl. Also langsam, langsam komme ich wieder rein in das Game. Ich muss mich nur erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen und alles. Auch wenn ich jetzt zwar schon wieder eine Zeit lang aufnehme, es ist dennoch noch ein bisschen ungewohnt. Und vor allem, wenn man die ganze Zeit zwischen Ghostwatchers, Phasmo und Exile hin und her wechselt, dazwischen dann noch andere Games, sowas wie Valorant oder League of Legends, dann ist man irgendwann komplett verwirrt. By the way, ich habe die gerade gesehen, zwei Sicherungen. Das bedeutet Madman-Modus. Okay, nächster Run. Buch können wir drin lassen. Videocam nehme ich mit. Da würde ich gleich schon mal rumschauen, weil wir haben ja noch nicht alles angeschaut. Also das Areal ist sehr groß. Was nehmen wir noch mit? Dich nehmen wir noch mit. Hallo, dich nehmen wir noch mit, habe ich gesagt. Und wir nehmen auch gleich nochmal die UV-Lampe mit. Was sagt unsere Sanity? Ist noch im grünen Bereich, aber da würde ich sagen, da können wir gleich schon mal schon eins nehmen. Einfach damit wir auf der sicheren Seite sind. Okay, let's go. Können wir eigentlich unsere Taschenlampe ausmachen? Wir können keinen Haze mehr haben, aber wir können noch einen Orb haben. Und es kann auch ab und zu sein, dass man nicht direkt einen Orb sieht, deswegen direkt hier rumlaufen. Das ist harmlos. Ja, wann gibt's denn so eine Lache? Das ist immer das Gefährlichste tatsächlich hier in dem Spiel. Es kommt ein Update, selbst wenn nur irgendwas rauskommt. Kannst du dir nicht sicher sein, ob da nicht irgendwie was reinkam. Und hier haben wir doch einen Orb. Ich dachte mir gerade schon, was ist das Leuchtende hier? Aber das ist auf jeden Fall ein Orb. Check. Und hier zu stehen ist nicht so gut. Review the Dibbuk. Da brauchen wir... Aha, Infrared Motion Sensor. Oder...
Traces of Ectoplasm. Was bedeutet, ich habe eigentlich schon meinen Gegenstand dabei. Und zwar diese wunderschöne Lampe hier. Schauen wir doch direkt, ob wir hier irgendwo irgendwas haben. Nur die Frage, wo kann jetzt überall hier Ektoplasma sein? Keine Ahnung. Das werfe ich jetzt erstmal hier in die Mitte. Damit will ich noch weiter rumgehen. Aber langsam werde ich ein bisschen nervös. Aber es ist eine sehr schöne Map. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich schaue auch gleich, dass ich irgendwie ein paar Lichter anmachen kann vielleicht. Denn eigentlich ist auch die Beleuchtung schön. Aber brauchen wir den infraroten Motion Sensor. Das ist, wo haben wir dich? Das hier. Genau, weil Laser Projection ist Laser-Dingens. Deswegen nehmen wir dich mit und ich nehme schon mal ein Kruzifix mit. Und ja, gut, das ist jetzt nicht so sicher wie zwei zu haben. Was irgendwie logisch ist, aber das ist jetzt gar nichts. So, und hier, schau. Das sieht doch schon viel schöner aus hier. Schaut euch das an. Das ist doch ein schönes Museum, oder? Gibt es hier draußen irgendwie Licht? Weil das wäre jetzt noch doppelt cool. Das wäre jetzt richtig cool hier so, bam. Aber nö, gibt es leider nicht. Okay, suchen wir uns mal Ektoplasma. Was ist das? Ja. Okay, mit F platziere ich das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut gewählt ist an der Stelle, aber ja, wir brauchen einen Anhaltspunkt. Hier könnten wir auch noch Lichter machen, aber ich mache das Licht wieder aus, denn ich merke schon, es könnte langsam wieder ein paar FPS-Drops geben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann Resident Evil Village zocken. Und zwar auf den höchsten Einstellungen, wenn es läuft flüssig wie nochmal was. Ja, aber bei Ghost Exile oder bei Watchers knickt es ein. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Okay. Ich laufe hier einfach immer noch planlos rum. Es hört sich jetzt doof an, aber einfach nur in der Hoffnung, dass irgendwo was Grünes leuchtet. Denn ja, normalerweise an den Türen und ab und zu an den Schränken. Dort kann man Ektoplasma finden, aber es kann ja sein, dass hier auf neuen Maps noch weitere Gegenstände hinzugekommen sind. Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif natürlich nicht. Weil der Geist hier nicht wirklich was macht, wer ist es eigentlich? Ah, nee, Tab. Christopher, der gute Christopher Wald, 18 Jahre. Alter Vater. Ich bin... Alter, ich bin alt. Ah, weil hier wäre auch noch eine Sicherung gewesen. Es ist gut zu wissen, dass das hier einfach so random rumliegt. Aber er ist sehr harmlos. Er ist sehr, sehr harmlos. Das finde ich ganz gut eigentlich. Es kann natürlich auch sein, dass er nur harmlos ist, weil wir noch nicht in seinem Raum waren. Warte mal, dich bräuchte ich doch gar nicht mehr. Na, also es kann ja sein, dass hier oben zum Beispiel irgendwo sein Raum ist. Da wird sie einfach mal weiterhin rum. Ist natürlich doof, dass ich ja, mein Ding wieder dabei habe. Das hört sich falsch an. Soll es aber nicht. Hier haben wir das Ouija-Brett, by the way, hier unten. Das hier ist immer noch seltsam. Hier kann ich auch reingehen, was noch seltsamer ist. Ich weiß gar nicht, ob man sich da verstecken könnte, aber ich glaube nicht, weil du kannst ja nicht komplett zumachen. Ja, auf jeden Fall cool. Also ein cooler Buggy-Spot. Aber irgendwie, nee. Ich bin unzufrieden. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Okay, wenn ich das dahin packe, nervt es mich. Wenn ich es dahin packe, nervt es mich aber auch. Also, ganz egal, wo ich es hinpacke, ich habe verloren. Das merke ich schon mal. So, aber alles klar. Und ich finde es einfach so cool, dass hier mit der Vorlampe, dass man da diesen Radius dann sieht. Das ist eigentlich echt cool. Okay, sollte er jetzt hier vorbeigehen? Komm her, komm her, komm her. Ja, hallo, 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 hallo. Wie bist denn du? Irgendwie finde ich es sympathisch, wenn eine Glatze auf mich zugekrabbelt kommt. Auch wenn es sich das sehr seltsam anhört. So, und jetzt hole ich mein zweites Kruzifix. Langsam kriege ich eins. Jetzt ist schon der gute Christopher auf mich zugekrabbelt. Und ja, er wirkt sehr vertrauenswürdig und sehr sympathisch, aber Glatzköpfen sollte man nicht unbedingt vertrauen. Genau, auch hinterhältig sein. Es kann auch sich auch, könnten auch Psychos sein. Das weiß man ja nicht. Okay. Er kam hier aus. Aha. Deswegen kam er rausgekrabbelt. Er war in der Mädchentoilette. Was? Ja, sag mal. Ja, sonst geht's dir schon noch gut, oder? Ich sollte das, glaube ich, nicht so laut fragen, weil am Ende bin ich der Gearschte. Wir brauchen halt noch einen von den beiden. Ektoplasma oder Infrarot Motion Sensor, aber... Was ist das? Okay, ich habe nichts gesagt, ich bin wieder weg. Tschüss, hat mich gefreut, schön, dass du da gewesen bist. Gerne bis zum nächsten Mal, hab dich lieb, bye bye. Jetzt erstmal nur hier raus, denn ich möchte gerne wissen, wo wir das zu tun haben. Denn selten kriege ich den Beweis so schnell. Also, wir haben ein Dybbuk. Ja, finde ich auch. Was macht ein Dybbuk?
Dibuk, Dibuk, Dibuk. Ist es hier nicht? Das ist nicht mal alphabetisch geordnet. Mein Gott. Hey, wieso finde ich es nicht? Besser jetzt. Dibuk gibt's nicht. Discords already kill the victims themselves. Trying them to suicide instead. Achso, also die, ein Dibuk killt sein Opfer nicht selber, sondern es treibt ihn in den Wahnsinn, also in den Suizid. After Dibuk marks you as a victim, your sanity will plummet. Also gut, stärkere Sanity Drain so ungefähr. Aber da finde ich interessant, eigentlich müsste meine Sanity jetzt schon im Keller sein bei dem Viech, weil er kann ja nur ein Opfer haben, das bin ich. Also eigentlich so gesehen echt doof, aber... Ne? Ich überlege gerade, ob ich nicht hier einfach meinen Zirkel mache, denn hier habe ich auch einen Schrank. Aber da hinten im Raum fand ich es cool. Hier ist halt doof, wenn er dann auf einmal da spawnt, habe ich ein Problem. Aber, ja, ich weiß nicht. Weil sonst hatte ich mir eben überlegt, hier hinten. Aber hier ist halt auch schon ein weiter Weg. Oder ich mache es einfach ganz klassisch, ganz cool. Hier oben mittig drauf. Das hat er meistens die. So, dann würde ich auch sagen, die beiden können wir schon mal droppen. Ich habe Angst, meine Kruzifixe aus der Hand zu geben, aber... Mach's mal. Und ich hoffe, ich überlebe. Also, wir haben einen Dibuk. Dafür brauchen wir Ancient Rite of Hisugal. Okay. Ancient Rite of Hisugal. Und dafür brauchen wir Emeth. Vier Ritualkerzen, Notala Berkano. Okay. Vier Ritualkerzen, Notala Berkano. Dann nehmen wir erstmal die Kerzen mit. Dann haben wir Slot frei. Dann brauchen wir natürlich hier noch das Spray und das Spray und jo, wir könnten jetzt langsam unsere Sanity. Ja, 55. Okay, also man merkt schon, Sanity Join, obwohl er nicht viel macht. So, bupp. Und ach komm, was soll der Geiz? Wir haben's doch. Hallo? So. Hisugal war das. Genau, und hierfür brauchen wir Emeth. Okay, Emeth, Emeth, Emeth. So. Okay, ja, das muss einfach hier in die Mitte, ganz klar. Und hier könnten wir irgendwo Teufelsfallen machen. Einfach, weil es cool aussieht, wenn die hier so leuchten. In alle Himmelsrichtungen. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich so viel bringt. Also, ob er da wirklich reindackelt oder nicht links oder rechts vorbeigehen kann. Aber es geht eigentlich nur darum, dass es cool aussieht, um ehrlich zu sein. So, und... Unten einfach ganz zentral auf dem Teppich, den Skorpion. Ja, jetzt mal Real Talk. Das sieht doch cool aus. Also gut, man sieht es jetzt nicht so wirklich, aber die sieht man und die sieht man. Also, check. Es sieht schon cool aus. So, bup, bup. Dich droppe ich mal noch hier. Dich kann ich ja nochmal gebrauchen. Die beiden kann ich auch schon mal wieder mitnehmen. Dich brauche ich nicht mehr. Buch lasse ich hier. Kruzifixe nehme ich mit, einfach weil ich mich damit sicherer fühle. Ja. Ja. Also, wir sind gut aufgestellt. Aber er ist mir zu harmlos. Er ist mir viel zu harmlos. So, Otala Berkano. Let's go. Das passt mir gar nicht. Das finde ich... Nee, nee, nee. Savannah, wie hier liegt. Achso, das hier ist einfach nur... Okay, ja. Dann denke ich fast das Licht hier anmachen. Das wird dann schon cool aussehen, aber gut. Klingt jetzt eigentlich nicht so viel. So. Kollege, also, ich, das war nichts Halbes und nichts Ganzes, irgendwie. Okay, aber ist mir egal, Christopher, wie nochmal? Nein, das ist ein Feuerzeug. Christopher White. Der Glatzkopf heißt natürlich Christopher White. Christopher White. Jetzt schon? Okay, World of Shadows, alles droppen. Okay, let's go. Ich war hier noch nie in der World of Shadows. Deswegen gefällt mir das gerade gar nicht. Denn ich habe keine Ahnung, wie krass die hier überall sind. Also wie viele hier rumstehen, aber hier zum Beispiel, ich finde hier noch nichts. Hier drin leuchtet nichts, hoffe ich jetzt zumindest mal. Könnte sein, je größer das Gebäude ist, desto weniger von diesen Schattenviechern sind hier. Da rechts ist was. Da ist auch noch einer. Hinter mir kommt einer. Muss aufpassen. Aber die haben sich hier so ein bisschen verändert. Ja, geh weg. Wo ist der, der da rechts? Hier ist alles clear. Jo, und da ist auch alles clear. Hier leuchtet nichts. Nö. Ja, wir gehen weiter. Wo ist der hin, der hier war? Keine Ahnung. Hier ist auch alles clear.
weiß halt auch nicht, wo das Viech ist. Leuchtet da drin was? Da drin leuchtet was. Da hinten ist es. Nur hinkommen. Ja, wir haben's. Okay, wir haben hier unseren Bubbel. Oh, das war gut. Ich hab's nämlich gerade singen gehört. Das fliegt jetzt hier zu unserem Bing und Bum. Das fliegt zu unserem Bing und Bung. Alles klar. Alter, jetzt merkt man hier erstmal, wie überbelichtet das eigentlich ist. Crazy. Achso. Verzeihung. Okay, World of Shadows haben wir. The greatness of Christ commands you. Ah. Close. Und ich habe den Kommentar bekommen, weil irgendjemand war scheinbar das im Boden drin und er konnte es nicht schließen. Das ist nur ein Bug. Oder was heißt nur ein Bug? Das ist ein nerviger Bug. Ich habe selber noch nicht gehabt, aber wenn es keinen Keller oder sowas gibt, dass irgendwie drunter oder drüber war, dann klar, es ist nur ein Bug. Das ist natürlich doof. Ja, kann ich verstehen. Was meinst du das? Ah ja. Leider gibt es halt manchmal Bugs. Das ist echt ein Problem. In the name and goodness of our Lord. In the name and goodness of our Lord. Habt ihr das Geräusch gehört? Da ist wieder eine Mädchentoilette. In the name and goodness of our Lord. Danke. Normales Portal, oder? Ja. Jetzt hatte ich hier schon Angst, in so ein Schattenviech reinzulaufen. Close. Ah ne, du warst noch an. Nö. Okay, sorry. Close. Ach so, ah. Da stand irgendwas, dass man sich nicht bewegen kann oder nicht weggehen kann. Aber jetzt verstehe ich es. Man kann schon noch gehen, aber wenn man halt weggeht, dann hört dieses Draining wieder auf. Finde ich ganz clever. Finde ich ganz cool. Weil ich habe mich nie getraut, wegzugehen. Weil ich Angst hatte, was passiert oder es zu versuchen. Aber cool, ja. Finde ich ganz cool, ja. Okay, aber bis jetzt noch kein wirklicher Jumpscare. Ich bin sehr, sehr happy damit. Denn... Nee, nee, nee. Who wants to destroy the whole demon's sect? World of Shadows. So, und jetzt wird's halt nervig, denn ich lasse hier mein Zeugs fallen. Nee, es könnte unter mir sein. Ah, da hinten möchte ich nicht in der World of Shadows starten. Ah, fuck. Und hier rauszukommen könnte schwierig sein, aber ich find's gut, dass man hier jetzt ein bisschen mehr sieht. Dass es zumindest ein bisschen heller aussieht. Da ist was. Aber mein Problem... Da ist auch was. Ist eher, dass ich hier meine Keylights anhab. Und dadurch ist es schwer, hier ein bisschen was... hallo? Hallo? Madam? Gehen Sie hin? Soll ich Sie rumführen? Da drin ist es wieder. Oh oh. Okay, das war jetzt zweimal richtig knapp hier. Ist der Türsteher weg? Ja. Oh, einfach nur hier hin. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Und das, obwohl die Olle neben mir war. Hallo, geht weg. Oh, aber es sieht so cool aus, wenn ich da war. Du Ficker! Ich habe mich gerade gefreut, dass ich hier das überlebt habe und... Okay. God, hear my prayer. Save us from the lies of the devil. Say the name of the ghost. Mein Quatsch. Christopher White. Hm. Aber er kommt aus der Mädchentoilette. Was für ein Perverser. Ich habe Angst, dass er mein Kruzifix droppt. Christopher White. Hm, Portal, Portal, Portal. Close. Da muss ich sagen, da fand ich damals Mad Men cool. Oder gut, ich finde es immer noch cool, aber damals fand ich es cool, als man diese Linie nicht gesehen hat, sondern nur hören musste, wo das Portal ist. Klar, das war nochmal so ein bisschen krassere Schwierigkeit, aber finde ich cool, wenn sie es wieder einführen. Das hat damals Spaß gemacht, dann musstest du halt hören und da hingehen. Gut, wie gesagt, in größeren Gebäuden schwierig und wahrscheinlich haben sie es deswegen jetzt wieder angepasst, weil es dann einfach zu schwierig war im Madman-Modus, aber ich fand's cool. Ganz cool. Get out, Devil! Bam, Junge! Ich habe keine Ahnung, was meine Nebenquests waren. Ich habe da nicht nachgeschaut, aber easy realisiert den guten Christopher White. So, und weil ich es kann. Ha. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, jetzt verschwende ich nochmal ein bisschen Strom, aber ja. Nö. Mag er nicht.
Und ich würde es cool finden, wenn man mit dem Van dann wegfährt. Aber gut, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Zero Sanity for the whole team. Okay. Stop the ghost with a crucifix. Hammer. Ja gut, Räucherstäbchen. Protective Sign. Ja, jetzt hätte ich sogar Protective Sign nutzen sollen, sonst darf ich es nie nutzen. Aber gut, chillo. Abmarsch. Ich würde sagen, easy erkannt. Gut, der eine Jumpscare gemeint, aber eigentlich World of Shadows war da. Zweimal sogar. Hat Spaß gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir gekriegt haben. Würde mich jetzt mal gerne interessieren. 840, also langsam. Langsam aber sicher geht's Richtung Bunker. Merci, danke. Jetzt will ich mal schauen, wie viel haben wir? Ich glaube, wir haben jetzt letztens geschaut, aber 25k brauchen wir. Wir haben jetzt 15k, also vielleicht gibt es mal wieder ein Coast Exile Stream, den ich einfach so ein bisschen mit euch zusammen durchsehe und ein bisschen Geld scheffe, denn 10k fehlt uns noch für den Bunker. Und da bin ich sehr gespannt, aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn nur ein Jumpscare dabei war. Habe ich nichts dagegen, ganz ehrlich, ihr schaut das Video nur, aber ich spiele es. Gut, der eine oder andere von euch natürlich auch und der wird wissen, wie asozial die Jumpscares sein können. Danke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.